Sicher mit dem Fahrrad unterwegs bedeutet auch das Tragen eines Helmes. Wer speziell seine Augen gegen Fahrtwind und Schmutz schützen möchte, hat eine immer bessere Auswahl an Produkten, auch als Brillenträger. Giro, einer der Top-Marken im Helmbereich, hat relativ neu einen Helm mit einem magnetischen Visier. Das heißt, über 3 Magnetpunkte kann ich das anklipsen, dass es mich schützt. Auch als Brillenträger ist man damit sehr gut geschützt. Oder wenn ich klare Sicht brauche, dann kann ich es einfach umdrehen und das Visier ist aus dem Weg. Dann haben wir einen Helm von Arbus, der ist auch ganz neu. Da ist das Visier im Helm integriert und über einen Schieberegler kann ich es praktisch ausfahren. E-Bike-Fahrer sind schnell und daher gibt es auch spezielle Helme wie den Arbus Urbanout. Der ist hinten besonders weit heruntergezogen im Nackenbereich, hat eine integrierte Beleuchtung und Luftschieber, wo ich dann, weil ich ja nicht so sehr schwitze wie beim normalen Radfahren, trotzdem die Frischluftzufuhr regulieren kann. Wer keinen Helm tragen möchte, kann es mit einem Airbag probieren. Das Produkt der schwedischen Firma Höfting verspricht mehr Sicherheit als mit einem normalen Fahrradhelm, da der Kopf weitläufiger geschützt ist. Der Airbag wird fast wie ein Schal angezogen, zusammengezippt und aktiviert. In zahlreichen Tests hat die Firma die Wirksamkeit des Fahrrad-Airbags unter Beweis gestellt. Integrierte Sensoren fragen 200 Mal pro Sekunde die Bewegungen des Radfahrers ab. Bei einem Unfall wird der Airbag binnen einer Zehntelsekunde ausgelöst. Alle hier gezeigten Produkte sind im guten Fachhandel erhältlich.